Yosemite. Über 2600 Quadratkilometer groß. Die Heimat einer der ältesten Pflanzenarten der Erde. Der Riesenmammutbäume, die in diesem Teil Kaliforniens seit über 60 Millionen Jahren wachsen. Das könnte unsere Verbindung sein und die Saurier hierher locken. Die Mammutbäume sind vertraut, Teil der genetischen Erinnerung. Dann könnte dieses Land perfekt für die Saurier sein. Okay, die Katze ist bereits aus dem Sack. Das ist übrigens eine Redewendung. Hier gibt es weder Katze noch Sack. Owen will damit sagen, dass die Dinge bereits in Bewegung sind. Wir müssen entsprechende Anlagen errichten und die Saurier fangen. Aber nicht mit Säcken. Keine Säcke. Ein Expeditionszentrum, eine paläomedizinische Anlage und eine Unterstützungsanlage. Damit haben wir eine solide Basis. Wie sieht's mit Fotografien aus? In welcher Hinsicht? Ich glaube, rechts ist meine Schokoladenseite. Owen, ich rede von den Sauriern. Wir brauchen doch Fotos von den Tieren in Yosemite. Und du irrst dich mit der Schokoladenseite. Okay, verstanden. Wir können eins der Fahrzeuge nehmen und auf Fotoexpedition gehen. Und ja, die linke Seite ist besser. Du bist noch hier? Bin dabei, aber noch nicht ganz weg. Kapiert? Das ist ein Wortspiel. Geh. Weg, weg, bin weg. Thank you.
Es ist unbeschreiblich, diese Tiere in einem fast natürlichen Lebensraum zu sehen. Mit diesen Fotos fangen wir nicht nur die Saurier ein, sondern irgendwie auch diesen Moment. Und wenn man bedenkt, wie sie hierher kamen, ist das doppelt seltsam. Ich glaube, näher werden wir den Sauriern, so wie sie vor 65 Millionen Jahren waren, nicht kommen. Und das ist einfach atemberaubend. Unsere Fernfangteams müssen die gefährlichsten Saurier zurückbringen. Die Sicherheit der Gäste und der Saurier steht auf dem Spiel. Bin dein Mann. Und dein Mann. Ich weiß. Sobald wir sie haben, sichern wir sie in unserer neuen Einrichtung. Ich weiß das. Also sei vorsichtig.
Transport im Gange. Bestätige Produktzustellung. Produkt transportiert. Produkt unerreichbar. Thank you.
Produkttransport wird durchgeführt. Beginne Produkttransport.
Transport abgeschlossen. Yeah.
Produkt in der Luft. Produkttransport im Gange.
Produkt unterwegs. Transportiere Produkt. Produktzustellung bestätigt. Produkt wurde zugestellt. Hole Produkt ab. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Transport hat begonnen. Zustellung abgeschlossen. Produktzustellung bestätigt.
Produkt wird transportiert. Thank you.
Transport beendet. Produkt transportiert. Transportiere Produkt. Produkt muss eingesammelt werden. Bestätige Produktzustellung. Produkt in der Luft. Produkt wurde transportiert. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Produkt wurde eingesammelt. Thank you.
Es steht diesmal viel auf dem Spiel, wenn ich mich nicht täusche. Und ich täusche mich nicht. Wir sind dabei, eine neue Beziehung zu den Sauriern aufzubauen. Revolutionäre Ideen, weil wir so die Vergangenheit besser verstehen können. Und wie wir das tun? Wir versuchen, diese Unfälle hinter uns zu lassen. Nun, wenn ich dürfte. Es gibt keine Unfälle, nur unentdeckte Ursachen. Unser Fehler, der Fehler der Menschheit, ist zu glauben, dass wir die Wahrheit wissen wollen, obwohl uns die Lüge ausreicht. Diese genetisch erzeugten Saurier, sie sind so real, wie wir sie machen. Wir haben seit Ewigkeiten Hunde und Katzen und Nutztiere gezüchtet und manipuliert. Warum? Nicht für die Tiere. Sondern zu unserem Nutzen. Und Sie denken, das tun wir auch jetzt? Sagen Sie es mir. Jeder Kontakt, egal wie winzig und begründet, führt zu Veränderungen. Ist es nicht so, Dr. Dua? Für den Moment müssen wir das akzeptieren. Unser Job, mein Job, ist es, dafür zu sorgen, dass diese Tiere die beste Pflege erhalten. Dann sehen wir weiter. Ja, ja. Wie wunderbar chaotisch von Ihnen. Beginne Produkttransport. Nicht einmal auf den Inseln haben wir etwas geschaffen, das so... so... perfekt ist. Nun, da wir sie nicht frei herumlaufen lassen können und die Saurier nie das Leben kennenlernen werden, das sie leben sollten, zumindest so perfekt wie möglich. Wir sollten wohl glücklich sein. Aber sind wir das? Vielleicht. Okay, etwas stört dich und ich bin es nicht. Nein. Also, was dann? Dieser Park. Das ist nicht das Ende für die Saurier. Oder? Nein, natürlich nicht. Wie könnte es? Es ist zu gefährlich, diese Tiere derart nah an der Zivilisation zu haben. Wir werden ihnen folgen. Meinst du das ernst, Owen? Ist dir klar, was du da sagst? Wir sind ein Team. Ich kenne dich, Claire. Du wirst ihnen nicht den Rücken kehren, was auch eine schlechte Idee wäre. Mach das nie. Niemals. Und ich kann es auch nicht. Diese Tiere sind ein Schicksal, dem wir nicht entkommen können. Und nicht nur wir beide. Alle. Damit muss die Erde nun klarkommen. Ja, entweder behandeln wir den Planeten richtig, oder die Saurier machen ihn zu ihrem. Yosemite. In der Sprache des Miwok-Stammes bedeutet das Tal derer, die töten. Passend, nicht wahr? Die Starken jagen die Schwachen. Der Jäger und der Gejagte optimieren permanent ihre Größe, ihr Aussehen, ihre Stärke, ihre Sicht und Geschwindigkeit. Der Verstand wird immer besser in der einen Aufgabe, die zum Überleben notwendig ist. Die Evolution ist ein nie endendes Wettrüsten, das bis heute andauert. So ist das Leben. Es begrüßt Veränderung. Und nun sind die Saurier in das Tal derer, die töten, zurückgekehrt. Die Frage ist nicht, gehören sie in den Yosemite Park? Das tun sie ganz sicher. Nein, nein. Die Frage ist, werden sie bleiben?